Unternehmen, die in Krisensituationen geraten sind, haben meistens ein gemeinsames Phänomen. Und ich nenne das immer kollektive Verdrängung. Eine Krise kommt nicht von heute auf morgen. Keine Firma wacht morgens auf und sagt, oh, jetzt sind wir in der Krise. Wie kommt's? Es hat sich schon längst angekündigt. In der Regel gab es immer auch schon ein paar Mitarbeiter, die das früh erkannt haben und versucht haben, das publik zu machen oder anzusprechen oder irgendwie anzugehen, aber in der Regel zu wenige und die wurden dann oft nicht gehört. Und dieser kollektive Selbstbetrug, alles ist eigentlich gut, dieser Selbstbetrug ist das eigentliche Problem. Und nicht nur, dass er als Problemauslöser dann der aktuellen Situation ist, sondern wie immer bei einem Selbstbetrug, bei einem Verdrängen, ist das Aufwachen und das Erkennen, dass man sich jahrelang etwas vorgemacht hat, das Schmerzhafte. Das beginnt bei den Shareholdern, die anerkennen müssen, dass ihre Firma doch nicht in so einem guten Zustand ist. Das geht übers Management, das sich zugestehen muss, dass sie eine Mitverantwortung für das haben, was jetzt gerade passiert. Und das geht bis zu den Mitarbeitern, die erkennen müssen, oh, diese Firma ist doch nicht so stabil und nicht mehr so sicher, wie sie vielleicht bisher geglaubt haben. Und diese kollektive Desillusionierung ist eine große kommunikative Herausforderung in jedem Turnaround, in jedem Change.